Und zwar T-O-N-I, der Mac in der Hood. Da kann keiner mit ficken, wenn ich in diese alte Form auflaufe. Ich habe alleine alles geschafft und ich werde auch alleine alles wieder aufbauen. Und das Album ist der erste Schritt. Arbeit suche ich nochmal in deinem Leben. Was machst du hier? Das ist Arbeit. Das ist Arbeit. Das ist Alpha. So, ich muss ja auch dafür sorgen, dass der LK funktioniert. Und der LK funktioniert nicht wie ein üblicher Mensch über Nahrung und Trinken, Sauerstoff, diese ganzen... Das ist alles Quatsch. Der besteht zu 100% aus Rauch. Und deswegen müssen wir jetzt Gas geben. Ne, weil sonst löst er sich langsam, aber sicher auf. Das wollen wir nicht. Ja, wer riecht denn Luft mit dir? Wir zeigen kein Foto, passt. Nein, wir zeigen keine Fotos. Doch, zeig doch mal Foto jetzt. Nein. Hey, bitte, Double Time Flow! Ey, was ist das hier? Kamera. Ich meine Gallardo. Keine Paparazzi. Jörg, du Fixer, zeig dein Foto in die Kamera. Nein, nein, wir zeigen keine Fotos. Wir zeigen keine Fotos. Zeig dein Foto. Nein. Nein. Herr Bruder, was hast du für einen Punkt, Alter? Gut. Unfassbar, ja. Du hast für Übungen gemacht. Ich habe neue Übungen gemacht. Ah, der hat mir neue Übungen gezeigt. Hier, der Mofa-Fahrer heißt das. Nein, Bro, glaub es mir. Bruder, ich kann so nicht. Doch, natürlich. Nein, so kann ich da nicht. Dann musst du einmal so hier spucke. Top. Da sitzt doch alles drin. Hör auf. Boah, so ein Raffer ohne Käppi. Ein Typ aus... das ohne Käppi. Bitte. Nee, ich habe jetzt meine Haare nicht gemacht. Ach, wir machen einmal Bruder, so, einmal so. Allüren. Ich sag immer Mariah Carey, Whitney Houston, Asche. Das ist alles derselbe Menschenschlag. Weil jetzt da eine Strähne wieder zu weit nach links hängt, sieht, der hat keinen Kappenkopf. Deswegen sage ich das. Er hat so eine schöne Haare. Und hier? Voluminös as fuck, weißt du? Rasier die bald komplett weg. Nee, dann brauch ich nicht. Sieht aus wie Kappe aus, Bruder. Ich habe schon dreimal zu ihm gesagt, ey Bro, ich schneide mir meine Haare ab. War wie denn? Ja, ich mache mir die kurz. Guck mal, ich habe keinen Bock mehr darauf, die Matte und so. Nein, wenn du das machst, dann droppe ich dich. Nein, das machst du nicht. Ja, Mann, dann bist du gedroppt. Ey, du wirst bei Alpha gedroppt, wenn du dir die Haare kahl scherst. Gut, der hat eine Haarpracht wie so ein James Dean aus den 60ern, so ein Hollywood-Schauspieler. Das muss er doch mal... Wie Morty McFly. Das sieht doch aus wie Morty McFly. Ja, oder einer von den Castellano-Brüdern. Ja, yes. Yo. Ja, der Boss macht heute den Soundcheck aus dem Zwielicht. Es ist cool, wenn der Boss, der am Mikrofon spittet und jetzt im Gasometer um die Darreichung eines Mikrofons bittet. Zwecks Soundcheck durchführen. Jetzt braucht er noch ein Beat und DJ Sim ist am Start. Und spielt die Mucke auf Repeat, denn er ist übel Schakonika-Fan-Bitch. Mega trendig. Guck wie DJ Sam jetzt wie den Hühnerbart neben nämlich. Machiavelli. Yo. Geld ist der Fokus im Benziner Loco. Bratan gucken über Häftlinge Dokus. Deutscher Rap, diese Schamrot ist ausgeleiert. Geh ich drauf, put my money in the grave. Asozialität, ich mach das Honey in das Game. 240 durch Ghetto, im Schirm von Juventus. Mit Boss hat die Hüten, wie Frankie Costello. Du bist ein Pietchen und voll eine Patch, legst ne 1. Und die Rory ist mit 1 besetzt, kaum so geballert, aller Paul und Rihanna. Welcher wächst du mit dem Joker, Markus ist Standard. Verband an aller Ricky Rose. BAF, Schwein, ich häng nicht mit Nomade. Offensives Treffen macht die Taktik groß. Jedes Jahr dasselbe Platz an der Klassiker. Ich lerne die Decke, glaub ich, auf Kopf, dann warum du Kopf tust.
Ich halte wie Malaika und du bist lediglich ein großes Maul wie Angelika. Ich trage Kleidung von ganz großen Zahnseiner, wenn ein Astronaut, aber mein Anzug ist Wahnsinnschreier. Wenn ich streich durch die Hüfte und viele Schreibe, du guckst schockiert rein und ergreifst dann die Flucht vor mir. Dann fahr ich weg und die nächste Straßenecke und zwei am harten Zahn, die Bananenreste. Juri, darf ich? Nein, egal, ich komm einfach rein. Ey Bruder, lass mal eben schnell die zwei Gewinner für Dingens auslosen, für den Golden Seed. Okay. Ja. Schüttel einfach mal durch. Ja, mach mal. Alpha. Dann bitte zieh mal zwei Nummern. Okay. So. Und einmal Nummer 35. Nummer 35, oh wow. Und einmal Nummer 277. Die beiden Gewinner des Golden Seed. Kollege, du bist auf jeden Fall mein Vorbild. Ich mache selbst Musik. Wie man sieht, ich bin sehbehindert. Ich nehm das so als Image, weil mir war das eigentlich immer schwer zu verarbeiten. Aber seit ich Musik mache, verarbeite ich das da drin und mir geht super. Und du bist auf jeden Fall mein Vorbild. Ich kenne jedes Album in- und auswendig. Liebe Grüße. Boah, Alter, ich bin der größte Fan von dir, Kollege. Ich schwöre. Ich habe mir extra den Text tätowiert, weil er mich positiv beeinflusst hat, weil ich ein riesiger Kollege-Fan bin. Kollege, beste Rapper, hat mein Leben verändert mit seinem Buch und seiner Musik. Rein in die Masse. Rein in die Masse. Rap-Gott. Wirklich unvergesslich. Also, Kollege-Konzert, das ist immer etwas Besonderes. Ja, vor allem die Wortspiele, die ganzen Wortwitze. Das war mit Abstand das beste Kollege-Konzert in Wien. Ich war auf den letzten dreien und das war's. So, erster Block ist geschafft, jetzt geht's ab nach Hause. Waren drei erfolgreiche Dates. Jede Stadt für sich war Killer. Shoutouts an alle in Hannover, in Berlin und Wien. Und ein besonderer Applaus für unseren DJ. Sind erstmal mit auf Tour, aber was für eine Leistung, Bruder. Nice! Es sind auch so viele diepe Sachen drin, es sind auch so Bretter drin wie Pokerface König, was ein bisschen moderner war damals schon. Das ist sehr, sehr facettenreich eigentlich, das Album. Und der zweite Teil ist auch so geworden. Also es ist wie ein Film. Das wird geil. Es ist eine Dramaturgie wie ein Film. Da kommt der Boss rein mit einer Attitude, wo er wieder zeigt, was Sache ist. 50.000 Punchlines in 2 Minuten. Dann ratatatata in die Fratz. Das ist doch geil, das ist doch geil. Showtime-mäßig in die Fratz. In Hamburg. Hamburg, willkommen. Wir haben die ganze Zeit schon die Büsche an. Ich klär das schon mit dir. Wir haben gerade auch schon die Jungs angehalten. Ja, ja. Lass mal Salami. Doch, es sind mehrere Bullen, Alter, ja? Ja? Ja, setzt euch bitte alle hin. Ja. Boah, Alter, komplette Großkontrolle hier. Was denn, ist das? Ja, hier, ja, ganze Station. Das ist viel schlimmer geworden. Wenn die hier nicht weiterkommt, kommt die zu mir, ich bin die woanders. Wir haben eine Shisha-Bar, da können sie. Ich hab auch mal früher sowas getan. Ist ja auch bei jedem schon cool. Ja, ist witzig, ne? Ja, genau, ich wusste irgendwoher. Das war ein Kollege. Ja. So Jungs, damit ihr Bescheid wisst, ich bin auf der Seite rein. Genau. Ich bin auch mal so raus. Haben Sie schon eine Alpha-Gene 2 vorbestellt? Bitte was? Wirklich sehr, sehr korrekte Kontrolle. Ist man halt nicht gewohnt mit so. Wir sind das nicht gewohnt mit so einer Entourage. Da heißt es eigentlich, alles aufmachen. Hände an die Wand, alles aufmachen. Und, aber nein, ist echt wirklich sehr angenehm. Ja, aber wir dürfen liegen. Wir schlafen ja nie.
Der schläft. Aber liegen dürfen sie auch nicht während der Fahrt. Ist ja ein bisschen gefährlich. Ja, das stimmt. Aber du hättest ja auch nicht gemacht. Machen wir ja auch. Aber wieso kriegt der dann Betten genehmigt? Ja, aber für stehen. Willst du im Bett stehen? Nein, wenn du im Bus stehst, dann darfst du stehen. Wenn du jetzt hier Rast, wenn sie jetzt hier Rast machen. Sie stehen straff. Jawohl. Wenn der Bus steht, dann darfst du schlafen. Wie zum Beispiel hier, du brauchst nicht so viel. Tam. Jetzt ist der Spaß vorbei hier. Jetzt kommt der nächste Bus. Ja, wenn die Kollegen Hilfe brauchen, dann bitte ja alle. Einer da, einer hier. Wir machen das schon. Alle weg. Alle da Kontrolle. Achten Sie bitte auf die Leute, die hier. Halten Sie bitte Ihre Hände so, dass ich sie sehen kann. Hier, da seht ihr die Jonas Brothers, sind auch am Start. Hey, how you doing? You good? Ja, yeah. Yeah, sauber, siehst du? Was geht, Digga? Endlich mal ein Selfie von Salah ohne Handschellen. Ah, Salah, ich sage endlich mal ein Selfie von dir ohne Handschellen. Ja, das ist der Erste, den ich auch machen darf. Aber vergesst ihr nicht. Alle Posten Kamera. Wir pflegen immer ein gutes Verhältnis zur Polizei. Das freut mich, dass es hier zu keinerlei Schwierigkeiten kam. So, ich schau ab. I got that feeling. Kannst du singen, ey. Geil! Du warst Backup, Ali, okay, Jonas. Ja, du weißt, meine Kugel hat einen Treffer in deinem Kopf. Rennschlagspiel und ich bin am Zug. Bevor du hast schon weg, verbrennen alle in der Glut. Alles gut, wiederhol es noch im Sinne hast. Es ist wie eine tiefe Wunde, ich verbinde das. Ich kann doch den Song, Bruder. Ich kann dich doch backen machen. Ja. Yeah. Film mir mal bitte. Ja. So, auch heute haben wir wieder 200 VIP-Gäste in Hamburg. Freue ich mich besonders. Hamburg, stabilste Stadt, eine der stabilsten Städte, immer gerne auf Tour. Heute ausverkauftes Haus in den Docks. Ich signiere direkt für den Asche mit seiner Kricke-Kracke-Schrift. Einfach so hier, zack, da hast du den Asche direkt. Paraphriert. Paraphriert einfach durch, hier, zack, Asche. Asche, ja. Asche, aka die Sauklaue Deutschraps. Ich helfe dir. Kollege ist und während ich wieder mal durchs Nuttenviertel laufe, hänge ich deutsche Rapper an ihren Gucci-Gürteln auf. Jawohl. An der Straßenlaterne. Ich starte Schlägereien. Und sie blasen dann gerne. Und sie blasen dann gerne wie Nutten in der Hafentaverne. Bei der Stammkundschaft Matrosen einer Sklavengaläre. Und sagen dann kackendreist in ihren Texten, wir haben auch Ehre. Denkst du, sie machen Karriere? Das sagen sie gerne. Aber wenn wir die Tatsachen ins Auge sehen, wird es klar, sie sind Zwerge. Ja, und sie fragen die Sterne, ob es denn klappt. Ja, das sitzt auf einem ganz dünnen Ast wie Koala zum Bären. Und zwecks oralem Verkehr nehmen sie Rapperschwänze in den Mund, als wären sie Schokoladenfabriken-Erdbeeren. Wo denn?
Einfach am Buch oder so am besten. Im Buch, soll ich das versauen? Hier? Nein, wieso versauen? Hier drunter? Ja, ja, schreib's noch dann. Hast du geübt, ja? Stark oder nicht? Ich hoffe, das ist auch meine Unterschrift auf meiner Bankkarte. Vor der Osttafel noch. Zeig mal. Kleiner Fettsack. Guck mal, zeig mal die Kamera. Das war ich vorher noch. Bastian Pastewka. Ja. Antonio Banderas. Hat sich durchgezogen, runtergeschreddet komplett. Guck mal hier, wie runtergeschreddet der ist. Das war hier von hier. Guck mal von hier. Wow. 15 Kilo ging runter. Maschine. Da, jetzt auch mal auf. Warst du noch auf gar keinem Konzert? Doch, schon Eminem und so, aber das sehr, erst mal bei dir. Gut, das ist natürlich ein Scheiß dagegen. Hier, Monument-Tour. Da rappelt's im Karton, wie Mock beim Wichsen. Alpha Gene 2 auch schon vorbestellt. Hast du vorbestellt? Ja, Standard, natürlich. Deluxe oder Premium? Das teuerste, also die Deluxe. Ja, ne? Ja, 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 genau. Die Premium ist immer noch wie eine Deluxe-Version von anderen Rappern. Oh ja. So, wollen wir jetzt nur so ein Bizeps-Bild machen, oder was? Komm. Würdest du das machen, würdest du mich hier unterschreiben? Ja. Und ich würde mir das tätowieren lassen? Na klar. Machen wir. Da gebe ich dir besonders viel Mühe. Frag nur nicht den Asche, das Krickelkrackel will kein Mensch auf der Haut haben. Aber ich wollte auch gerne von dir eins haben. Ja, Asche ist aber bekannt als die Sauklaue Deutschraps, das muss dir klar sein. Dann unterschreib du mal, wie du mit Asche unterschreiben willst. Komm, zeig mal. Dann mach das hier hin. Genau. Vielleicht legst du jetzt einen Grundstein. Okay, das sieht stabil aus. Aschkobar. Und eine letzte Sache noch, auch wenn es nicht von dir ist, aber das gehört meiner Schwester, ist von San Diego. Aber könntest du mir das signieren? Ja, klar. Das wäre echt herzallerliebst von dir. Ist das das Originale von ihm? Nein, das ist nicht das Original. Das hat sich extra. Attribut für den Boss. Sie hat allerliebste. Sie hat sich extra nachgekauft. Und ja, Mann. Okay. Wir haben das Attribut vom Boss. Das ist was unglaublich. Ich danke dir. Okay. Der allerliebste Boss. Starkes Wort. So, alles klar, Bro. Ey, viel danke Spaß dir. Guck mal, die Songs, die ich gemacht habe, das waren nicht einfach billige Nachfolger-Songs. Ja. Sondern das sind so Songs, du weißt, was das Vorbild war. Genau. Aber das sind trotzdem eigene Songs. Mhm. Ja? Keine billigen Abklatsche, außer einer ist eine Fortführung. Aber so, also auch vom Namen her. Okay, ja. Und zwar ist das der Song Veni Vidi Vici. Da gibt es eine Fortführung. Oh, okay. Ja. Also ein episches Chor-Ding, sehr schön. Und sonst, oder du wirst viele Songs vom Vibe her erkennen, die auf dem ersten Teil anders hießen und jetzt aktuellere Versionen davon. Das ist geil. Ja. Gut, das war die beste Ankündigung des Jahres. Da freut man sich ja. Ja, ich freue mich als selber. Als großer drauf, Fan. So. Ich pumpe das. Ich habe das, glaube ich, 2-3 Wochen aufgenommen, geschrieben, aufgenommen, 2-3 Wochen ungefähr im Tunnel. Ich pumpe das immer noch. Pumpe jeden Tag eigentlich. Ich bin der Typ, der dich sogar mit angezogener Weste aus Kevlar zerreißt. Ja, ich teile Rapper in zwei und baller da den Rest von ihnen ab per Techlachs in Nines. Wenn ich kille, ja, dann schnell, das ist Verstappen like. Also besser, wenn ihr jetzt schon euer Testament schreibt. Stabile Leistung, Mann. Viel Erfolg, da ist der Potenzial, Mann. So muss das laufen. Mit Schmack. Wie läuft's, Bro? Wie waren die letzten 2 Jahre, Mann, wo wir uns nicht gesehen haben? Alles cool? Alles cool. Das Jahr war ein bisschen behindert, aber. Ja? Ja, aber wird nicht. Da kann es ja nur besser werden. Und bei dir? Bei mir war auch nicht das beste Jahr. Hab ich auch gehört, Digga. Egal. Ja, yeah, es ist Juri. Oh, Dog, Menace to Society, Bedrohung der Gesellschaft. Lamborghini vor dem Ritz Hotel, yeah. BBM Kartell, alles ging so blitzschnell, yeah. Heute ist LA, doch BKH bleibt dritte Welt, yeah. Ist wie nie, Mama, I'm a criminal. Wird gebetet, vor Gericht wird geschwiegen. Aus dem Höllenfeuer in das Paradies. Früher brannte meine Seele, heute brennt der Kamin. Winke aus dem Rolls Royce wie die Queen. Meine Attitüde Royal. Das ist ein Hamburger Urgestein.
und ich freue mich sehr, dass er heute hier dabei ist. Bitte macht einen riesen Applaus für meinen Bro B.O.Z. Ohe! Was geht ab, Hamburg? Seid ihr gut drauf? Legendär B.O.Z. Let's go. Ey. Ah, yo. Kiez, du kannst den Block vor meiner Wohnung sehen. Unterbrannt, aber trotzdem in der Hall of Fame. Ich bin hier, um diese Rapper zu knechten mit Rechten. Schnell ist der Kopf, der die Krone dreht. Zwischen ja, ja und nee, nee, ihr seid alle weg. In ein paar Jahren wie CDs. Ich hab keinen Respekt vor den Hunden, so ne Skinny Jeans. Du kriegst den Kopf nur so, machst den ersten Moonwalk wie ein Billie Jean. Diese Mucke ist wie Medizin. Wie ein Urlaub auf den Philippinen. Schmerzfrei wie Tilly Dean. Du bist ein Dilettant. Alles hört sich billig an vor dieser Hook. Gehst du auf die Knie, so wie Billy Brown. Ich in der Nähe, baller alles weg wie eine Minigun. Kriminell, Diggi, bete zu den Brillant. Ihr seid keine Könige, jede Vögel hat so viel getwittert. Komm vorbei, du wirst geschlagen, aber nicht zum Ritter. König ist tot, lange lebe der König. Redet uns nicht an, redet persönlich. Ihr kennt uns, von euch haben wir noch nie gehört. Hat der König schon so lange tot, bis er wieder kennt. Und willkommen zur Wiederkehr des Königs. Hier steht er vor euch, Alter. Vielen Dank, Mann. Viel Spaß euch heute noch. Danke, Hamburg. Dankeschön. Ich sag mal so, lieber zwei Persönlichkeiten als gar keine. Und wer damit nicht klarkommt, der wird vom Überboss mit der Kalaschnikow zerberstet werden.